Zu Beginn des 15. Jahrhunderts brodelt es in weiten Teilen Europas. In den Städten Süddeutschlands und Oberitaliens, aber auch in Böhmen und Mähren, beginnt sich ein modernes geldwirtschaftliches System zu entwickeln. Die Frührenaissance revolutioniert nicht nur die Wissenschaften, sondern auch die Künste. Und radikale Prediger wie der Böhme Jan Hus fordern die Macht der Kirche heraus. In den ländlichen Regionen Europas ächzen die Bauern, in der Regel Leibeigene, unter den Fronlasten, die ihnen ihre Grundherren aufgebürdet haben. Überall auf dem Kontinent, auch in Mitteleuropa, gären aufrührerische Energien. Seit dem späten Mittelalter gibt es bis weit hinein in das 16. und 17. Jahrhundert massive Erschütterungen, massive soziale Empörungen, massive Aufstände, die das Feudalsystem bis in sein Mark erschüttern, die aber als wesentlichen gemeinsamen Nenner haben, dass zunächst die spontan empörten Bauernmassen, die spontan empörten Bergknappen militärisch revoltieren. Die aufständischen Unterschichten des Spätmittelalters ließen sich von neuen religiösen Ideen leiten. Die Reformation mit ihren Strömungen und Unterströmungen, sie war eine der zentralen Triebkräfte der bäuerlichen Empörung. Der Wiener Historiker Wolfgang Madertaner weist in seinem Buch Zeitenbrüche, erschienen im Campus Verlag, darauf hin, dass es seit dem Hochmittelalter auch in der katholischen Kirche immer wieder Reformbewegungen gab, die zu den, wenn man so will, radikaldemokratischen Prinzipien urchristlicher Gemeinschaften zurückkehren wollten. Es gibt innerhalb der römischen Kirche das massive Begehren, zur armen Kirche des Urchristentums zurückzukehren, Franziskaner, Minoriten, die ja dann sehr oft auch auf Seiten der rebellierenden und aufständischen Bauern zu finden sind, die das Evangelium für die Bauern übersetzen, das Evangelium in ihre Sprache transferieren, ihnen verständlich machen. Und da kommt sehr schnell heraus, es soll keine Herren geben. Es ist nirgendwo in der Heiligen Schrift zu finden, dass man für den Lebensunterhalt der Grundbesitzenden zu sorgen hat mit seiner eigenen Arbeit. Es ist die verkommene, die verderbte, die zu Babylon gewordene Kirche, die attackiert wird. Jan Hus, ein Jahrhundert vor Luther, formuliert es: An Gott sollst du glauben und nicht an die Kirche. Ostern, Ostern, Heiliger, wirst du brösten. Böhmen ist im 15. Jahrhundert das Fortgeschrittenste, das Entwickeltste, das technologisch und kulturell im allgemeinen Sinne am höchsten stehende, noch nicht habsburgische Land. Es ist ein Land mit entwickelten, mit selbstbewussten, mit artikulationsfähigen Ständen und alles das drängt ein Jahrhundert vor der großen deutschen Reformation zu einem Aufbegehren mit der wortbrüchigen Verbrennung des großen Reformators Jan Hus am Konzil zu Konstanz, kommt das zu einem enormen Ausbruch in Böhmen, zu Wüstenaufständen, zu kurzfristigen plebejischen Diktaturen in Prag und den größeren Städten. Der erste Prager Fenstersturz im Juli 1419 bildet den Auftakt zu den sogenannten Hussitenkriegen. In einer Reihe blutiger Kreuzzüge versuchen katholisch-kaiserliche Truppen, das reformatorische Böhmen niederzuwerfen. Dabei sind die Aufständischen selbst untereinander zerstritten. Die hussitische Bewegung als solche ist jedenfalls keine einheitliche Bewegung. Wir haben das gehobene Bürgertum Prags und die grundbesitzenden Adeligen am Land, die die sogenannte utraquistische oder kalixtinische Tendenz verfolgen. Das heißt, da geht es im Wesentlichen darum, dass man sagt, wir wollen das Abendmahl von unseren Priestern, die wir selbst bestimmen, in zweifacher Form. Das heißt, in Form des Leibes und in Form des Blutes zu
zu uns nehmen, was natürlich Abfall von der offiziellen Lehre der römischen Kirche ist und worin sich dieser soziale Konflikt, aber auch dieser kulturelle Konflikt der Zeit widerspiegelt. Der tschechische Adel nimmt das zum Anlass, mit einer ungeheuren Enteignungsaktion gegen die Kirchengüter vorzugehen. Also man bereichert sich massiv und man hat, wie Karl Kautsky gesagt, aufgrund dieses Kirchenraubes die calixtinische oder utraquistische Tendenz als die gemäßigte bezeichnet. Was insofern auch tatsächlich stimmt, nachdem es eine sehr, sehr stark puritanische, aber auch chiliastische, millenaristische, apokalyptische Tendenz gibt und diese Tendenz ist in einer Art und Weise ausgeprägt, wie sie qualitativ völlig neu ist. Man kennt das vor dem in dieser Form nicht. Taboriten, so nannten sich die radikalen Hussiten. 1420 gründeten sie in Südböhmen die Stadt Tabor, benannt nach dem heiligen Berg Tabor in Galiläa, auf dem 1500 Jahre zuvor die Verklärung Christi stattgefunden haben soll. Im böhmischen Tabor leben die Menschen nach dem Vorbild urchristlicher Gemeinschaften zusammen, in anarchistisch-kommunistischer Gütergemeinschaft. Wolfgang Madertaner: Es ist die Berufung auf das reine Evangelium, es ist wie so oft bei ketzerischen Bewegungen der Ruf nach Rückkehr zur Einfachheit, zur Armut, es ist aber auch der ernsthafte Versuch, das Paradies auf Erden zu holen. Man definiert sich als Engel des Herrn, die, wenn der Herr Jesus unzweifelhaft in allernächster Zeit herabsteigen würde und ein nach der Johannes-Offenbarung fürchterliches Gericht mit den Ungerechten und mit dem Bösen auf der Welt insgesamt veranstalten würde, damit man dem Herrn bereits vorgearbeitet hat. Das heißt, diese Taboriten, wie sie sich nennen, nach der Stadt Tabor, die sie eigens für sich einrichten, es ist ein Stadtstaat, der eine Art pantheistischen Kommunismus verfolgt. Mein und dein sind aufgehoben. Jeder, der Besitz hat, begeht eine Todsünde. Es darf keinen Adel, es darf kein Rittertum geben. Das wäre zu vernichten wie Unkraut. Es ist eine absolute Gleichheit, auch zwischen Mann und Frau. Und diese taboritische Bewegung erklärt aller feudalen Welt den Krieg. Das ist ihr Ruhm, das ist ihr Schicksal und das ist letztendlich natürlich auch ihr Verderben. Jan Žižka, so hieß einer der bedeutendsten Führer der Taboriten. 1360 als Sohn einer Landadelsfamilie geboren, wurde er 1420 zum Heerführer der taboritischen Truppen. Žižka war kein Politiker, er setzt sich nur jeweils an die Spitze des militärischen Arms der radikalen Ketzerei, der anarchistischen Ketzerei und er ist ein Erneuerer militärischer Strategie, wie das nach ihm vielleicht Prinz Eugen oder Napoleon oder Ho Chi Minh waren. Er richtet Wagenburgen ein, er bricht mit allen militärischen Konventionen seiner Zeit und das ist sein Erfolg. Mit numerisch unterlegenen, mit ausrüstungsmäßig lächerlichen Haufen besiegte er die höchst organisierten Söldnerheere des Papstes und des Kaisers. Er führt die allgemeine Wehrpflicht für seinen taboritischen Stadtstaat ein und das umfasst in der Tat Männer, Frauen und Kinder. Er schafft die erste demokratische Heeresverfassung der neueren Geschichte. Will heißen, es bleibt zwar die Hierarchisierung im Heer bestehen, aber gebunden an allgemeine Wahlen des Kriegervolkes etc. etc. Also eine hoch und höchst interessante Figur. Jesu Christe, mit Hilfe seiner fanatischen Kämpferinnen und Kämpfer schlug Jan Žižka 3 Kreuzzüge zurück, die Papst und Kaiser gegen die aufständischen Taboriten nach Böhmen entsandten. Der legendenumwobene Heerführer, er hatte in verschiedenen Kämpfen beide Augen verloren und war zuletzt blind,
starb 1424 bei der Belagerung von Burg Pribyslau an der Pest. Nach dem Tod Šiškas 1424 übernimmt ein Intellektueller die Führung der taboritischen Heeresverbände, Prokop Holy, der Kahle. Prokop Holy macht nun eine Kehrtwendung in der taboritischen Militärstrategie. Waren es bis dato Abwehrkämpfe gegen vom Papst ausgerüstete Kreuzzüge, so trägt Prokop den Krieg nach außen. Und er schlägt weitere zwei Kreuzfahrerheere bei Mies und bei Taus. Er überfällt Stifte und Klöster, expropriiert sie, ja, unter anderem Altenburg und Zwettl, die massiv darunter leiden. Also er trägt den Krieg nach außen. Aber, und hier setzt das große Aber ein, mit diesen Feldzügen kommt ein neues Element in die ganze Bewegung hinein. Ein Element, das tatsächlich nicht mehr befeuert ist vom religiösen Führer, vom religiösen Erlösungsgedanken, sondern von Beute machen. Und es kommen professionelle Legionäre oder vazierende Elemente hinein, die die ganze Bewegung doch um einiges verändern, sehr schnell verändern. Am Ende verbünden sich die gemäßigten Hussiten mit den kaiserlichen Truppen. In der Schlacht von Lipan 1434 erleiden die Taboriten eine vernichtende Niederlage. Die Sieger beenden die Auseinandersetzung mit einem grausamen Massaker an den Aufständischen. Der taboritische Traum von einem Gottesstaat auf Erden, von einer Gemeinschaft der Freien und Gleichen unter dem Zeichen des Kreuzes, ist ausgeträumt. In der tschechischen Geschichtsschreibung, darauf weist Wolfgang Mardataner hin, haben die Taboriten als radikaler Flügel des Hussitismus bis heute einen prominenten Platz. Es gibt ja noch immer das zentrale Hussdenkmal im symbolischen Herzen der Stadt Prag. Es ist so, dass Šiška sein Denkmal noch immer hat. In gewisser Weise sind sie das Symbol für den tschechischen eigenständigen Weg. Sie sind im Jahre 1968 angesichts der Invasion der Warschauer Paktstaaten immer wieder als Berufungsinstanz auch herangezogen worden. Die Tschechen sehen darin also sozusagen eine Konzentration ihres aufständischen und eigenständigen Volkscharakters. Und der blinde Heerführer Jan Šiška, im Felde unbesiegt, genießt zwischen Ostrava, Prag und Pilsen heute noch hohes Ansehen. Šiška ist ein wesentlicher Bedeutungsträger eigentlich in der tschechischen Geschichte, in der weiteren Geschichte, in der Auflehnung der Tschechen gegen die deutsche Suprematie, in der Selbstbehauptung geworden, und nicht umsonst heißt heute noch ein Stadtteil in Prag nach Šiška eben Šiškov. In weiten Teilen Europas kam es im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit zu Bauernaufständen von makaberer Brutalität. Eines hatten alle diese Erhebungen gemeinsam: die rebellierenden Bauern beriefen sich auf die Bibel und die Evangelien. Man wollte zurück zu den Prinzipien des Urchristentums. Der Wiener Historiker Wolfgang Mardataner: der Mensch des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, noch hineinreichend in die Moderne, ist determiniert und eingesponnen in die Religion. Es gibt kein Außerhalb der Religion. Die Religion ist das allentscheidende Movens menschlichen Handelns und jeglicher soziale Konflikt, wie er halt in den Bauernkriegen so massiv aufbricht, definiert sich in Kriterien des Religiösen, vor allem auch in Kriterien der religiösen Abweichung, der sogenannten Ketzerei. . 1514, nachdem es bereits in Frankreich, England und Schweden zu blutigen Bauernaufständen gekommen war, folgte Ungarn.
um zu verstehen, was im schicksalsschweren Jahr 1514 zwischen Siebenbürgen und der ungarischen Tiefebene geschah, muss man die Papstwahl ein Jahr zuvor in den Blick nehmen. Tamás Bakocs, der Kardinalprimas, Erzbischof von Esztergom, Gran, ist der Favorit der 1513 anstehenden Papstwahl. Er zieht nach Rom, findet dort allerdings einen unüberwindbaren Gegner vor: Giovanni Medici, der Sohn des Lorenzo il Magnifico, wird, obwohl er nicht einmal zum Priester geweiht ist, noch zum Papst gewählt, mit ungeheuren Bestechungssummen etc. Und Giovanni Lorenzo, der ja seinen Kritikern auch als der Antichrist per se am Papstthron erscheinen wird, findet, er muss den Fürstprimas von Ungarn, der immer noch Patriarch von Konstantinopel ist, formell einbinden. Konstantinopel ist in etwa ein halbes Jahrhundert vorher von Mehmed II. Für das Osmanische Reich erobert worden. Tamás Bakocs hat einen Kreuzzug auszurichten. Dieser Kreuzzug zur Wiedereroberung Konstantinopels ist ein unglaubliches Erfolgsmodell. Studenten, fahrende Prediger, abgefallene Mönche, Bauern, unterbäuerliche Schichten in rauen Mengen, in rauen Massen schließen sich dem Kreuzzug an. Sehr, sehr, sehr zum Missfallen des grundbesitzenden Adels, die jetzt plötzlich mehr oder minder ohne Arbeitskraft entsprechende dastehen. István Delekti, der Schatzmeister des Königs, warnt, man möge die kulturlose und barbarische Masse nicht bewaffnen. Man tut es trotzdem. Die Unterschichten zu bewaffnen. Ein solcher Schritt birgt, aus Sicht der herrschenden Mächte, stets ein gewisses Risiko. Wie vom königlichen Schatzmeister vorhergesehen, wächst sich, was als Feldzug gegen die Osmanen geplant war, binnen kürzester Zeit zu einer Bauernrevolte von ungeheurer Wucht aus. Ausgehend von Buda zieht dieser Kreuzzug, der Evocates Crucis, wie sie sich nennen, der zum Kreuz gerufenen, durch das Afeld, durch die Theiss-Tiefebene in Richtung Belgrad, als plötzlich der Burgherr von Temeswar, István Báthory, eine Vorhut dieses Kreuzzuges angreift, zur Gänze niedermacht und ein riesiges Siegesfest in einem nahegelegenen Schloss mit reichlich Alkohol veranstaltet und diese Adelsformation in der Nacht von Bauern angegriffen wird und das Schloss angezündet wird. Die flüchtenden Adeligen treffen auf die mittlerweile herangerückten Kreuzfahrer, wo sich George Doja mittlerweile als Supremus Capitaneus herausgebildet hat, also als Oberbefehlshaber. György Doja, Kleinadeliger aus Siebenbürgen, ist ein rechtschaffener und für damalige Verhältnisse ein modern denkender Mann. Zusammen mit seinem, man kann sagen, Cheftheoretiker, dem katholischen Priester Lőrinc Mészáros, begeistert Doja die aufständischen Bauern nicht zuletzt durch sein politisches Programm. Die zentralen Punkte lauten: Aufhebung der Leibeigenschaft, Entmachtung der Aristokratie und Herrschaft des Rechts. In seinem Buch Zeitenbrüche, sozialrevolutionäre Aufstände in habsburgischen Landen. In diesem Buch beschreibt Wolfgang Madertaner detailliert das Vorgehen der ungarischen Bauern. Also sie erheben sich gegen den eigenen grundbesitzenden Adel, sie lassen Konstantinopel Konstantinopel sein, sie richten in einer einzigartigen Jacquerie, wie man das nennt, seit dem großen französischen Bauernaufstand 1358, sie richten ein ungeheures Blutbad unter ihrem grundbesitzenden Adel an, mit Massenvergewaltigungen, mit allen abscheulichen Dingen, die solche Aufstände auch immer wieder kennzeichnen. Zugleich gibt es ein Moment, das ebenfalls abzielt auf die Errichtung eines
Gottesstaates auf Erden. Man fühlt sich eben als Auserwählter, als zum Kreuz Gerufener und vollzieht eigentlich nur Gottes Willen auf Erden. Und es ist Gottes Willen, dass da keine Ausbeutungsverhältnisse sein sollen. Es geht bis hin zur Schlacht von Temeswar, wo die Aufständischen dann unterliegen. Es ist ein Sommer und es ist ein Sommer, der das europäische Feudalgefüge tatsächlich an den Rand seines Zusammenbruchs oder der an seiner Substanz massiv nagen wird sozusagen. Wie bei allen Revolten der Reformationszeit gehen auch beim ungarischen Aufstand von 1514 soziale, religiöse und politische Forderungen Hand in Hand. Was waren die Forderungen? Die Forderungen gehen eindeutig auf eine radikale Abschaffung jeglicher feudalen Untertänigkeit. Sie gehen radikal in Richtung Schaffung eines Gottesstaates. Es soll nur das reine Evangelium gelten. Etwas, was wir in allen Bauernaufständen auch der späteren Zeit wiederfinden werden. Und es geht um radikale soziale Gleichheit. Es geht auch um die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Ja, es geht um sozusagen ein Gotteschristentum hier auf Erden. Der ungarische Bauernaufstand von 1514 endet wie praktisch alle Bauernaufstände zwischen 1300 und 1850 mit einer Niederlage. Nach einer Reihe mehr oder weniger glanzvoller Siege wird György Dózsas Heer schlussendlich bei der Schlacht von Temeswar vernichtend geschlagen. Die herrschenden Mächte üben mit der bestialischen Hinrichtung Dózsas grausame Rache. Was alle Quellen übereinstimmend berichten, ist ein abgründiges Todesszenario, ein Schauspiel des Hinrichtens sozusagen, das man an György Dózsas vollzogen hat. Und um es ganz kurz zu machen, man hat den entkleideten Dózsas auf einen glühenden Eisenthron gesetzt, ihm eine glühende Krone aufgesetzt und ein glühendes Zepter in die Hand gegeben, der Bauernkönig. Und begonnen mit einer Hinrichtungszeremonie, mit einer Todesliturgie. Die Heiduken, die sogenannten Bestien Dózsas, waren gezwungen, ihre traditionellen Gesänge aufzuführen. Die offizielle Geistlichkeit stimmt das Te Deum an und man bringt Dózsas zu Tode. Erwartet wird, dass er vor Schmerz brüllt, dass er aufbegehrt, dass er geständig ist, ja, aber Dózsas schweigt. Woraufhin man beginnt, mit glühenden Zangen Teile seines Körpers aufzureißen, das Fleisch herauszureißen und seinen Feldhauptleuten sozusagen zum Fraß vorwirft, also zu einem Akt des Kannibalismus zwingt. Die meisten verweigern, einige tun es. Die, die es tun, werden sofort entlassen und in die Freiheit geschickt. Sie haben mit dieser Schande, mit diesem Wahnsinn ihr Leben lang zu kämpfen. Der Rest wird viergeteilt vor den Augen Dózsas, bis er schließlich, hier sind die Zeitangaben unterschiedlich, nach einem Tag, nach zwei Tagen gänzlich zusammenbricht und stirbt. Auch wenn man als Mensch des 20. und 21. Jahrhunderts keinen Grund hat, sich über die Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts zu erheben, die Blutrünstigkeit, mit der man im ungarischen Bauernkrieg von 1514 vorging, verstört dann doch. Gewalt ist ein zentrales, bewegendes Moment der Geschichte. Es war es immer schon, es ist es nach wie vor. In diesen Umbruchsphasen der menschlichen Geschichte, wo sich ganze Weltbilder ändern, wo Schichten und Klassen miteinander ringen, um eben dieses neue Weltbild, ist die Gewalt von besonders, ich würde sagen, exzessiver Ausprägung. Es eröffnet Abgründe des Menschlichen, in die man besser nicht hineinschauen möchte. Im nationalen Gedächtnis der Ungarinnen und Ungarn ist György Dózsas bis heute präsent, sowohl auf linker wie auf rechtskonservativer und auch auf rechtsextremer Seite.
Eine der wichtigsten Straßen Budapests ist nach Dózsa benannt. Und sein Konterfei zierte jahrzehntelang den 20-Forint-Schein, wie sich Wolfgang Madertaner erinnert. Er wurde zum Volkshelden, er wurde zum nationalen Helden schlechthin in der Zeit des Gulasch-Kommunismus, stilisiert, mit massiver historischer Verbiegung natürlich, aber immerhin. Und der Name des legendären ungarischen Fußballclubs Újpest Dózsa ist ja natürlich etwas, was sehr, sehr lange Zeit in Form von moderner Popularkultur mitgetragen wurde. Wie der ungarische Aufstand von 1514 sind so gut wie alle Bauernaufstände der frühen Neuzeit gescheitert, oft nach spektakulären Anfangserfolgen. Revolutionen brechen einer bekannten Parole Lenins zufolge aus, wenn die Unteren nicht mehr wollen und die Oberen nicht mehr können. Zur Zeit der Bauernkriege konnten die Oberen noch. Später im Lauf der Geschichte war das nicht mehr immer der Fall. Aber das ist eine andere Geschichte. Genug war genug. Im Frühsommer 1524 begannen sich in weiten Teilen Deutschlands, befeuert von der Reformation, die unteren Schichten, jahrhundertelang rechtlos und rücksichtslos ausgebeutet, zu sogenannten Haufen zu vereinen. Im großen deutschen Bauernkrieg von 1525 erhebt sich die Masse des Volkes gegen die kaiserliche Autorität, gegen die Autorität der Landesfürsten, gegen die Autorität vor allem der römischen Kirche. Es ist ein massiver konfessioneller und politökonomischer Konflikt. Der große deutsche Bauernkrieg ist ein wesentliches Merkmal der Reformationsperiode, die ja durch Martin Luther weltgeschichtliche Bedeutung erlangt hat, wenngleich auch Martin Luther die revoltierenden Bauern in massiv scharfen Worten kritisiert und zurechtgewiesen hat. Davon ließen sich die Bauern, damals immerhin 80% der Bevölkerung, nicht beirren. Zumal Luther seine Schrift »Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern« erst in der Schlussphase des Bauernkriegs publizierte. Der Aktivist aus Wittenberg wollte seine Reformation nur auf geistlich-religiösem, nicht auch auf politischem Gebiet verwirklicht sehen, zumal Luther mächtige adelige Fürsprecher hatte. In seinem Buch »Zeitenbrüche«, erschienen im Campus Verlag, arbeitet Wolfgang Madertaner die soziale Schichtung der aufständischen Haufen genau heraus. Welche Gruppen erhoben sich ab 1524 gegen die herrschenden Mächte? Bauern, kleinadelige, städtische Bürger, Bergknappen, alle, die sich mit der Entwicklung einer Produktionsweise, die in weiteren 2-3 Jahrhunderten in die kapitalistische, industriekapitalistische Moderne führen, alle, die sich von dieser Entwicklung massiv bedroht sehen, materiell in ihrer Existenz gefährdet sind, werden in den sogenannten Bauernkriegen aufstehen. Bauernkriege, das ist ein verkürzter Ausdruck, es sind gefährdete soziale Schichten. Sie seien ins Feld gezogen, die Bauern allesamt. Sie's waren Meteorologen im ganzen deutschen Land. Zu den Zentren des deutschen Bauernkriegs gehörten Süddeutschland, Thüringen und Sachsen. Aber auch auf dem Gebiet des heutigen Österreich kam es zu blutigen Auseinandersetzungen, wie Wolfgang Madertaner erläutert, vor allem in Tirol und Salzburg und im oberen Ennstal. Der große deutsche Bauernkrieg in Österreich geht aus eigentlich vom südtirolerischen Sterzing, schlägt über nach Schwaz, kommt schlussendlich an im oberen
Enstal, in Schladming und in der Mandling und hin bis zur Stadt Salzburg und Salzburger Hohenfeste. Es ist eine gewaltige Empörung eines großartig entwickelten ökonomischen Landstrichs. Man muss bedenken, Schwarz zu dieser Zeit fördert 85% des europäischen Silbers überhaupt. Die Fugger, an die das Schwarzer Silber- und Kupferbergbaugebiet vermietet, verpachtet ist, realisieren einen jährlichen Gewinn von unfassbaren, nicht einmal vorstellbaren 200.000 Gulden. Also es ist das modernste Industrierevier Europas. Der Bergbau ist Hochtechnologie im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit mit einer sehr, sehr, sehr selbstbewussten Arbeiterschaft, eigentlich mit einer Arbeiteraristokratie. Das werden die strategischen Träger des Aufstands gegen den Landesfürsten und gegen die Kirche. An die Spitze der Aufständischen, so Wolfgang Madertaner, setzen sich zwei herausragende Gestalten. Du hast mit Michael Geismayer, dem Sekretär des Tiroler Bischofs, des Bischofs von Brixen, einem Intellektuellen, eine Gestalt, die dem Ganzen Richtung und Inhalt geben kann. Und du hast mit Michael Gruber, einem Bergverweser, einen Gewerken, also einen Unternehmer aus dem Salzburgischen, ein strategisches Genie. Auf dem Gebiet des heutigen Österreich spielt sich der große deutsche Bauernkrieg der 1520er Jahre an verschiedenen Orten ab. Eines der Zentren der Rebellion ist die Stadt Schladming, zu jener Zeit ein Bergbauort von europäischer Bedeutung. In Schladming werden Silber, Kupfer und Blei abgebaut. Die Schladminger Bergknappen werden überaus initiativ, mobilisieren ein Bauernheer, das im Wesentlichen aus dem Enstal, aus dem oberen Enstal sich rekrutiert und sich vereinigt mit den Truppen, die zur gleichen Zeit den Salzburger Fürsterzbischof auf der Festung Hohensalzburg belagern und im Wesentlichen dort festgesetzt haben. Das sind Bongauer und Pinzgauer Truppen im Wesentlichen. Michael Gruber, Heerführer, der Feldhauptmann, der ungehorsamen Obristenhäuptling, wie er auch genannt wurde, führt nun ein Bauernheer in einem gewaltigen Nachmarsch, in einer Umgehungsstrategie, einerseits in die Ramsau leiten, andererseits auf den Fastenberg und wird um 4 Uhr in der Früh am Morgen des 3. Juli 1525 das von Sigmund Dietrichstein, dem Landeshauptmann, besetzte Schladming angreifen und einen enormen Sieg, den ersten Sieg eines Bauernheeres im Bauernkrieg 1525, vielleicht auch den größten feiern. Man erobert Schladming, Michael Gruber zieht sich zurück, setzt die Belagerung des Erzbischofs in Salzburg fort. Zur gleichen Zeit mobilisiert Habsburg unter Ferdinand dem Ersten, späterer deutscher König, ein Heer des Schwäbischen Bundes, eine Art schnelle Eingreiftruppe, ein professionalisiertes Heer. Michael Gruber hält dem ersten Ansturm stand, kann das aber auf die Dauer nicht durchhalten und wird Ende August zur Aufgabe gezwungen in Salzburg. Dass die herrschenden Feudalmächte den Verlust Schladmings nicht hinnehmen können, hängt mit den enormen Reichtümern zusammen, die in den niederen Tauern erwirtschaftet werden. Schladming ist ebenfalls Teil des Silberbergbaus und neben Schwarz zentraler Punkt. Insofern haben Schwarz und Schladming einen ganz, ganz wesentlichen Wert. Neben dem Salzkammergut, wo man eben fast fantastische Profite im Salinenwesen erzielen kann. Und Habsburg bietet alles auf, unter anderem Niklas von Salm, seinen großen Strategen, der letztendlich natürlich auch Schladming erobern wird, Schladming dem Erdboden gleich machen wird. Es soll wüst auf ewig bleiben und es wird das Stadtrecht aberkannt. Der Aufstand der Bauern und Bergknappen im Enstal, in Tirol und Salzburg endete in einem blutigen Fiasko. Zugleich war er, Ausdruck der historischen Dialektik, Ausgangspunkt für eine umfassende Modernisierung auf wirtschaftlichem und technologischem Gebiet, wie Wolfgang Madertaner, Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs zwischen 2012 und 2019, hervorhebt. Es ist so, wie auch eigentlich
alle anderen Aufstände dieser revoltierenden Massen, dieser beleidigten und daher mit ungeheurem Furor vorgehenden unteren sozialen Schichten. Es ist wie immer eigentlich fehlgeschlagen und hat doch weitreichende soziale und ökonomische Wirkungen. Insofern ist es der Ausgangspunkt für einen enormen Modernisierungsschub im Bergbau und in der Forstwirtschaft ist. Ja, also die Wälder, die vor dem freie Wälder waren, man hat von den Gemeinhölz gesprochen, werden nunmehr landesfürstliches Besitztum und werden zum inseparable Accessorium, also zum nicht lösbaren Teil des Bergbaus, des landesfürstlichen Bergbaus. Die Bergbaugebiete werden nun zugleich großes Spekulationsobjekt des entstehenden finanzkapitalistischen Handelsbürgertums, Fuggers, Welsers und wie sie alle geheißen haben. Welche Schlüsse ziehen Historikerinnen und Historiker aus den Niederlagen der revoltierenden Bauern und Bergknappen im Zeitalter der Reformation? Es sei der immer gleiche Mechanismus, der da wirksam werde, resümiert Wolfgang Marathaner. Am Beginn all der Bauernaufstände der frühen Neuzeit stünden mächtige Gefühle, Gefühle der Wut und der Empörung. Der revolutionäre Enthusiasmus der Aufständischen manifestiere sich dann in militärischen Anfangserfolgen. Die Bewaffnung dieser Heere ist absurd schlecht und trotzdem besiegen sie die Söldnerheere der Fürsten auf allen Linien. Allerdings sind sie nicht imstande, diese Siege auf Dauer zu kapitalisieren. Das heißt, sie halten es einfach nicht durch, logistisch nicht durch, ideologisch nicht durch und auch sozusagen von der simplen und einfachen materiellen Voraussetzungen. Ja. Es muss gesät werden, es muss eingebracht werden, es muss geerntet werden, es müssen diese Wüstenhaufen irgendwie verpflegt und approvisioniert werden. Und all das setzt im Endeffekt die Söldnerheere des Landesfürsten oder der örtlichen Grundherren auf Dauer in einem tatsächlichen militärischen Vorteil, der in Rachefeldzüge von entsetzlicher Grausamkeit umgearbeitet wird und umgesetzt wird. Wir stehen unter völligem Schock, wenn wir von den Grausamkeiten der Hamas jetzt in jenem berühmten Oktober des Vorjahres berichtet hören. Es ist eine 1:1 Kopie jener Sachen, die seinerzeit von den herrschenden Siegern an den Bauern und an ihren Untertanen und Hintersassen begangen wurden. Die Bauernkriege des 16. und 17. Jahrhunderts, die von außergewöhnlicher Grausamkeit vor allem der Sieger gekennzeichnet waren, diese Bauernkriege markieren den Übergang vom mittelalterlichen Feudalsystem zum Kapitalismus frühneuzeitlicher Prägung. All along haben diese Bauernkriege und ihre Unterdrückung, ihre brutale, ihre grausame, ihre rabiate Unterdrückung, ein neues Kapitalverhältnis installiert, eine neue Zeit initiiert, in der es um Marktwirtschaft, um Warenproduktion, um Warenzirkulation geht. Sie haben den enormen, den unvorstellbaren Reichtum der Kirche und des grundbesitzenden Adels grundgelegt und damit in weiterer Folge die materielle Basis für die gerühmte österreichische Barockkultur geschaffen, ebenso wie für die städtischen Luxusindustrien eine entsprechende Nachfrage geschaffen. Sie haben den Feudalismus herausgefordert, haben verloren und über die Jahrhunderte denn doch gewonnen. Schladming, das vielgeprüfte, 1525 niedergebrannte und schwer gedemütigte Schladming, wird sein Stadtrecht folgerichtig erst 400 Jahre später wieder erlangen. 1925 ist es soweit. Da wird Schladming auch ein neues Wappen bekommen. Einen Bergmann mit Schlegel und Spitzhacke. Österreich ist da allerdings schon seit 7 Jahren eine demokratische Republik.
Bauernaufstände und Bauernrevolten. Nicht immer haben sie, aus heutiger Sicht, progressive Ziele verfolgt. Oft handelte es sich um Gewaltausbrüche mit konservativer und häufig auch mit reaktionärer Agenda. Der Aufstand der Landbevölkerung in der Vendée gegen die Französische Republik 1793 wird da immer wieder genannt. Man könnte aber auch die Rebellion der galizischen Bauern anführen, die sich 1846 gegen den nationalrevolutionären polnischen Adel erhoben. Aber alles der Reihe nach. Eine der unglücklichsten Nationen Europas. Das ist Polen in den Augen vieler, nachdem das Land ab 1772 zwischen dem russischen Zarenreich, Preußen und Österreich aufgeteilt wird. Galizien, eine bitterarme und auch nach damaligen Maßstäben deprimierend unterentwickelte Region, wird dem Haus Habsburg zugeschlagen. Es behält bis weit in das 19. Jahrhundert rein feudale Strukturen äußerster Rückständigkeit. Analysiert der Wiener Historiker Wolfgang Madertaner, zwischen 2012 und 2019 Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Das polnische Nationalbewusstsein bleibt aber auch in den Jahren der dreifachen Fremdherrschaft lebendig. Inspiriert von der Julirevolution in Frankreich wagen polnische Unabhängigkeitskämpfer im November 1830 den Aufstand. 1830-31 unter Fürst Czartoryski erhebt sich der polnische Adel gegen die russische Herrschaft im russischen Teil Polens. Es ist ein sehr zäher Kampf, nach 10 Monaten allerdings wird er zugunsten des Zarenreichs entschieden. Eine enorme Emigrationsbewegung setzt ein, die sich vor allem in Richtung Paris bewegt, aber auch zu einem gewissen Teil in das habsburgische Galizien. In Paris differenziert sich die polnische Opposition sehr stark. Es gibt eine demokratische Opposition, die auf eine Befreiung des unterdrückten, untertänigen, hörigen Bauernstands abzieht. Nicht zuletzt darum, um auch die Bauern für den nationalen Aufstand und für ein unabhängiges Polen gewinnen zu können. 1846 ist man so weit, dass man Emissäre sendet, dass man versucht, die Bauern zum Aufstand mitzubewegen, dass man also diesen polnisch-nationalen Aufstand im schwächsten Teil des geteilten Polens, nämlich im österreichischen Teil, beginnen kann. In seinem Buch Zeitenwende beschäftigt sich Wolfgang Madertaner mit einer Reihe historischer Bauernaufstände in habsburgischen Landen. Auch mit der galizischen Erhebung von 1846, die einen gänzlich anderen Verlauf nimmt, als von den noblen, aristokratischen Kämpfern für Polens Freiheit erwartet. Es passiert etwas sehr, sehr Dramatisches und Unabsehbares, ja? Die Bauern werden von ihren jeweiligen Grundherren gerufen, sich dem vaterländischen Aufstand anzuschließen, und man verspricht ihnen Befreiung von der feudalen Hörigkeit, von jeglichen feudalen Joch, das sie bisher so stark unterdrückt hat. Die Bauern allerdings entscheiden sich in spontaner Aktion und völlig unvorhersehbar für die österreichische Monarchie, für die österreichische Bürokratie. Die galizischen Bauern haben kein Interesse an Polens Unabhängigkeit. Das haben sich die scheinbar so hochgesinnten polnischen Aristokraten allerdings selbst zuzuschreiben. Jahrhundertelang haben sie für die agrarischen Unterschichten, in ihren Augen eine Art bessere Arbeitstiere, nichts als Verachtung übrig gehabt. Es ist ein absolutes Herrenmenschentum, das sich um die Bauern ausschließlich in ihrer Funktion als Ausbeutungsmaschinerie sozusagen bekümmert. Die Bauern haben in der polnischen Verfassung kein Recht, keinerlei Recht. Sie haben
keine Prozessfähigkeit, sie sind ausschließlich Rechtsobjekt und niemals Rechtssubjekt. Es steht ihnen genau nichts zu. Alles Recht auf dem Gut geht vom Grund- und vom Gutsherrn aus. Das heißt, er hat die Gerichtsbarkeit über seine Untertanen. Er ist sozusagen Herr der Leibeigenen. Er kann diese Leibeigenen bestrafen, wie er es für richtig findet. Er kann sie verschenken, er kann sie tauschen, er kann sie als Geißel nehmen, was auch immer. Ja? Also es herrscht absolute Rechtlosigkeit. Was allerdings schon passiert mit der Zeit ist, dass man den Bauern mit der österreichischen Administration ein gewisses Appellationsrecht zuerkennt. Ja? Also sie können vor Gericht ziehen. Es hat zwar überhaupt keine Auswirkungen, aber es ist symbolisch sehr wichtig. Ja? Dass sie von der österreichischen Bürokratie um einige Grade menschlicher behandelt werden als von ihren polnischen Grundherren, das wird bei den blutig makaberen Ereignissen des Jahres 1846 noch eine wichtige Rolle spielen. In hohem Ansehen standen die galizischen Leibeigenen, aber auch bei den Österreichern nicht. Wunderbare soziale Bilderschaft Franz Kratter zur Zeit des Josef II., er wird dann später Theaterdirektor in Lemberg werden, galizische Reisen und Tagebücher über seine Reisen und da zeichnet er ein Bild, das schlicht und einfach abgründig ist. Ja? Er vergleicht diese galizischen, polnischen und ruthenischen Bauern in vielerlei Hinsicht mit den amerikanischen Sklaven in ihrer völligen Rechtlosigkeit, in ihrer Wahrnehmung als Menschen minderen Seins. Ja? Immer wieder kommt die Metapher vor, es ist eine Rasse großer Schweine in Menschengestalt. Ja, also genau so nimmt man diese polnischen Bauern wahr. Sie sind geschichtslos, sie sind antriebslos, sie sind bedürfnislos. So glaubt man zumindest bis in das Jahr 1846. 1831 wird der österreichische Spitzenbeamte Leopold Johann Nepomuk von Sacher zum Polizeichef von Lemberg ernannt. Sein Sohn, der Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch, hat den Bauernaufstand von 1846 später auf ebenso mitreißende wie erschütternde Weise beschrieben. Und in diesem denkwürdigen Februar 1846, und das ist beschrieben bei Leopold Sacher-Masoch bis ins Detail in seinem ersten Roman, eine galizische Geschichte, passiert Folgendes: der aufständische Der nationalrevolutionäre polnische Adel versucht für seine Zwecke den polnischen unterdrückten Bauernstand zu gewinnen. Man verspricht eine völlige Befreiung von den feudalen Bändern. Man verspricht eine Menschwertung sozusagen und trifft auf höchste Skepsis auf Seiten der Bauern in den jeweiligen Versammlungen, die auch keine Idee haben, was das sein soll. Ein Vaterland oder eine Nation oder sowas. Das sagt ihnen eigentlich sehr wenig. Und plötzlich stehen diese Menschen, wie gesagt, beschrieben bei Sacher-Masoch im Detail, aber auch in den zur Verfügung stehenden Quellen, stehen einige auf und sagen, wir glauben euch nicht. Woraufhin diese Menschen simpel und einfach erschossen werden von den anwesenden Adeligen. Daraufhin begibt sich Folgendes bei Sacher-Masoch, personifiziert als Onofrei der Riese. Das ist natürlich eine erfundene Gestalt, aber die Aktionen stimmen. Ja? Onofrei der Riese teilt die Masse der Bauern vor sich, geht vor den Adeligen hin, der geschossen hat, und mit einem einzigen Sensenhieb haut er ihm den Kopf vom Leib. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild natürlich, und tatsächlich ist es so geschehen. Marie von Ebner-Eschenbach spricht von Sensenmännern mit kannibalischem Entzücken. Und tatsächlich ist es ein Aufstand, der als die größte Schackerie, als die größte Bauernschlechterei seit der Französischen Revolution beschrieben wird. Die Bauern stehen auf, die österreichische Verwaltung ist mehr oder weniger vollkommen überrumpelt. Auch diese Idee einer Pseudo-Legalität, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass die hingeschlachteten Adeligen auf große Leiterwagen verfrachtet werden und am Morgen des nächsten Tages bei der österreichischen Kreishauptmannschaft abgeliefert werden. Und der Kreishauptmann von Tarnow, Ritter von Breindl, ist
völlig perplex und weiß zunächst einmal gar nichts damit anzufangen. Er zahlt dann den polnischen Bauern einen Fuhrmannslohn für das Einbringen, ja. Der galizische Aufstand, spontan losgebrochen, ist anfangs führerlos, wie es spontane Aufstände oft an sich haben, aber nur für kurze Zeit. Es ist ein Führer und in diesem wahnsinnigen Sturm tritt eine bäuerliche Führungsfigur auf, die sehr, sehr mystifiziert ist. Es ist die absolute Hassfigur des polnischen Großadels, wie auch der polnischen nationalistischen Historiographie, Jakub Szela. Er ist andererseits von Leopold Sacher-Masoch Senior, dem Polizeipräsidenten von Lemberg, und dem Literaten Leopold Sacher Junior, als galizischer Spartakus, als ein Demokrat im Bauernkittel. Auch Marie von Ebner-Eschenbach in einer eigenen Kurzgeschichte ist voll der Bewunderung und des Lobes für diesen Analphabeten, der doch zum großen, großen juristischen Vertreter dieser Bauernschaft wird und ungeheure Autorität genießt. Er ist noch der einzige Ordnungsfaktor, der von innen heraus diesen Sturm der Empörung und der Entrüstung irgendwie in geregelte Bahnen lenken kann. Die aufständischen Bauern, da ist auch Szela machtlos, steigern sich im Verlauf der Erhebung in einen Blutrausch. Etwa 500 Herrenhäuser werden zerstört, 1000 Adelige zum Teil bestialisch ermordet. Jakob Szela, der Führer der revoltierenden Bauern, soll sich dafür eingesetzt haben, wenigstens das Leben von Kindern zu schonen, oft vergeblich. Nach wenigen Wochen schlagen österreichische Truppen den Aufstand nieder. Jakob Szela kriegt einen Prozess, wird typisch österreichischerweise als zum Kriminalverfahren nicht qualifiziert abgeschoben und kriegt einen freien Bauernhof in der Bukowina. 1848 erreicht ein seltsamer Brief dieses seltsamen Bauern die Stadt Tarnów und den Kreishauptmann, indem er sagt: Ich habe dem Kaiser angeraten und er hat genauso getan, wie ich ihm das vorgeschlagen habe. Die Bauernbefreiung. Davon kann allerdings keine Rede sein, zumindest nicht in Galizien. Formal kommt die Bauernbefreiung auf dem Gebiet der Habsburger Monarchie 1848. Wir wissen um die Schwierigkeiten, das in irgendeiner Form tatsächlich auch umzusetzen. In Galizien sind die Uhren jeweils anders gestellt. Man kann davon ausgehen, dass in Galizien die Bauernbefreiung jedenfalls nicht in der Zeit der Monarchie noch verwirklicht wurde. Es ist im Übrigen auch so, nach diesem Ausbruch des Terrors und der Empörung bleibt Galizien in den Revolutionstagen des Jahres 1848 vollkommen ruhig. Revolten im Habsburgerreich. Diese von Günter Keindelsdorfer gestaltete Reihe gibt es auch als Radiokolleg-Podcast, zu finden auf diversen Streaming-Plattformen oder unter o1.elf.at/radiokolleg. Wolfgang Madertaners Buch »Zeitenbrüche – Sozialrevolutionäre Aufstände in habsburgischen Landen« ist im Campus Verlag erschienen.